Frauen schlafen nicht mit Männern, die sie anziehend finden, sondern Frauen schlafen mit Männern, die sie kennen. Das ist erstmal eine ungewöhnliche Aussage und wahrscheinlich denkst du dir als erstes erstmal so, Bullshit, nie im Leben. Aber lass mich dir den Punkt hinter dieser Aussage erläutern, damit du verstehst, was ich damit meine. Schau mal, ich habe immer wieder unter meinen Videos Kommentare von Männern, die mir dann sagen, Matteo, weißt du, deine Tipps sind ja schön und gut, aber ich lande einfach nicht bei den Frauen, die ich wirklich will, weil ich sehe nicht aus wie ein Supermodel oder ich bin nicht groß genug oder ich bin nicht Ultra der Adonis. Also ich habe einfach nicht die Mega-Muskelpakete oder ich habe einfach nicht den ultra geilen Job. Das sehe ich immer wieder, ne? Dass die Leute einfach sagen, ja, ich habe zu wenig Cash, ich bin nicht gut aussehend genug oder sonst irgendwas. Ne? Und diesen Männern sage ich dann auch immer wieder, schau mal, das, was du da persönlich sagst oder was du da persönlich glaubst, das hindert dich einfach daran, deine Chancen wahrzunehmen, denn wenn wir uns eine Lüge oft genug selbst erzählen, glauben wir sie irgendwann tatsächlich. Ja? Es ist völlig egal, ob du vielleicht ein Student bist und irgendwie schon ein paar Mal Typen gesehen hast, die mit einem dicken Auto rumfahren oder in heiße Frauen eingestiegen sind und dann hast du automatisch in deinem Kopf die Brücke geschlagen von, oh verdammt, ja, Frauen scheinen irgendwie nur auf Typen mit dicken Autos zu stehen. Oder ob du einfach ein paar Mal zu Frauen hingegangen bist und dann hat es nicht funktioniert und dann bist du weggelaufen davon und dachtest dir, das muss daran gelegen haben, dass ich einfach nicht aussehe wie Brad Pitt in seinen besten Zeiten. Es muss an meinem Aussehen liegen. Es spielt keine Rolle, was du persönlich erlebt hast und woher du dann diese Brücken schlägst von dem, was du erlebt hast, zu dem, was du dann jetzt glaubst. Wichtig ist, wenn ich dich davon nicht wegbringen kann, dann kann ich dir zumindest ein Konzept an die Hand geben, mit dem du tatsächlich dennoch Erfolg haben kannst. Und zwar genau diese Idee, die ich dir eingangs genannt habe. Und zwar, wenn du einfach mal darüber nachdenkst, ja, oftmals ist die Situation, und ich kann dir das auch aus meiner persönlichen Historie, kann ich dir das immer wieder belegen, beziehungsweise als Beispiel heranziehen. Belegen ist schwierig, weil ich habe ja kein Video dabei laufen gehabt, nicht immer zumindest. Ich kann dir sagen, ich habe oftmals Frauen angesprochen in Clubs und ich war nicht der Bestaussehendste, ich war nicht der Größte und ich war auch nicht der muskulöseste oder athletischste Kerl im ganzen Laden, aber ich bin dann mit der Frau nach Hause gegangen oder habe sie mit hinter den Club genommen und hatte mit ihr dann dort ziemlich viel Spaß oder bin mit ihr zu ihr nach Hause gegangen. Und oftmals war es einfach die heißeste oder eine der heißesten Frauen aus dem ganzen Club. Und wenn du dir überlegst, dass in den meisten Fällen, oder sag mal so ziemlich in allen Fällen, fast in allen Fällen, immer irgendwelche Typen anwesend waren, die größer waren, besser ausgesehen haben, Single, definitiv Single waren, weil sie auch Frauen angesprochen haben, und trotzdem war ich der Typ, der sie mit nach Hause genommen hat, dann müsstest du dir doch eigentlich auch denken, so, wie kann das denn möglich sein? Weil wenn sie so super heiß ist, dann hat sie doch eigentlich in ihrem Kopf, weiß sie doch, dass sie auch den Typen da haben könnte. Ja, und jetzt kommt der Trick dabei. Das ist nochmal das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Frauen schlafen nicht mit den Männern, die sie anziehen finden, sondern mit den Männern, die sie kennen. Ja, natürlich. Heißt das jetzt nicht, dass du ein super krasser Glöckner von Notre Dame Verschnitt sein solltest, der einfach überhaupt nicht auf sich acht gibt, super beschissen angezogen ist, super scheiße riecht und eine mega Kackfrisur hat und all diese Dinge. Ja, und dann an die Frau rangehst, das ist nicht, was ich meine. Ich meine damit einfach nur, hol das Maximum aus dir raus und wenn du das Maximum aus dir rausgeholt hast, dann maximiere deine Chancen bei den Frauen, indem du einfach die Frauen auch wirklich ansprichst, die dir gefallen. Denn das war genau der Punkt, warum diese Frauen mit mir nach Hause gegangen sind und nicht in erster Linie mit diesem Kerl, der 10-mal besser ausgesehen hat in den meisten Fällen. Einfach deswegen, weil ich der Typ war, der hingegangen ist, sich vorstellig gemacht hat und entsprechend dann später der Typ war, den sie kannte. Und das ist es, was ich meine. Ich meine damit nicht automatisch, dass eine Frau dich jahrelang kennen muss, um mit dir im Bett zu landen. Nein, es gibt nicht nur Umfragen von amerikanischen Universitäten, wo wirklich viele Frauen befragt wurden, hey, hattest du schon mal einen One-Night-Stand oder schläfst du mit Männern am ersten Date oder schläfst du mit Männern in der ersten Nacht, wo einfach bis zu 80%, je nach Umfrage, die Frauen beantwortet haben, ja, mach ich. Und für die Typen, die jetzt sagen, hey, Matteo, beleg doch mal die Umfrage. Hey, google doch selber, Mann. Ich sag dir einfach nur, was ich gesehen habe, du musst mir ja nicht glauben. Ich sag dir nur einfach, wenn du weißt, wer ich bin und wenn du weißt, dass ich normalerweise nur diese Dinge von mir gebe, wovon ich echt verdammt Ahnung habe, dann kannst du das auch persönlich einfach so wirklich für bare Münze nehmen. Und wenn nicht, dann google einfach nach den Umfragen, du würdest sie finden. Ja, du musst ja nur googeln, hey, do sleep women with men on the first night. Dann wirst du es schon finden. Jedenfalls ist es so, dass viele Frauen das tatsächlich auch tun. Und das bedeutet einfach nur, wenn du diesen Intervall von ich kenne sie noch nicht zu ich kenne sie einfach vom zeitlichen Aspekt her auf Minimum setzen kannst, indem du einfach zu den Frauen hingehst, sie ansprichst und von Anfang an einfach sehr, sehr easy going bist, dann kannst du auch der Typ sein, den sie kennt und mit dem sie dann am Ende des Abends auch mit nach Hause geht, beziehungsweise mit dem sie dann vielleicht auch in einer Affäre hängen bleibt oder, wenn du das möchtest, auch wirklich in einer Beziehung endet. Und
das ist eben, was ich damit meine. Wenn du einfach nur, völlig ungeachtet dessen, ob du irgendwelche Unzulänglichkeiten hast oder Faktoren in deinem Aussehen, in deinem Auftreten, in deinem Job oder sonst irgendwas, mit denen du nicht hundertprozentig zufrieden bist, oder ungeachtet davon, ob du da einfach bestimmte Faktoren hast, die dich auch ausmachen, wo du einfach sagst, da kannst du nicht mithalten mit der Crème de la Crème, dann gilt das immer noch. Frauen schlafen mit Männern, die sie kennen. Ja? Wenn sie nicht weiß, dass du existierst, kann sie nicht mit dir ins Bett gehen, kann sie nicht mit dir in einer Beziehung enden, kann sie nicht mit dir in einer Affäre landen und kann sie auch nicht deine Freundin, Partnerin oder Frau werden. Ja? Weder im Bett noch im ganzen Leben. Und wenn du das verstanden hast, dann wird es irrelevant, ob du deiner Meinung nach oder der Meinung von anderen nach nicht perfekt bist. Das spielt keine Rolle. Denn wenn du trotzdem der Typ bist, der die Frauen anspricht, das ist es einfach, dann wirst du auch der Typ, der immer wieder mit den Frauen nach Hause geht und der sie dann auch behalten kann, während der andere Typ noch so toll, noch so gut, noch so groß, noch so muskulös sein kann, noch so geil verdienen kann, wird trotzdem leer ausgehen, solange er die Null ist, die die Frauen nur anschaut und sich denkt, ey, ich bin so ein cooler Typ, ich sehe so gut aus, ich stehe hier in der Ecke rum und ich habe immer eine dicke Uhr oder so irgendwas, ne? Er wird mit der Frau nicht nach Hause gehen. Mit der Frau wird nach Hause gehen der Typ, der sie tatsächlich anspricht. Natürlich gibt es manchmal Gelegenheiten, wo so ein Typ Glück hat und auch von der Frau angesprochen wird, weil sie ihn einfach so heiß findet. Okay, das ist dann halt einfach schön für ihn, dann freuen wir uns für ihn. Aber Fakt ist, wenn es darum geht, dass du trotz deiner Imperfektion bei Frauen landen willst, genauso wie ich viele Dinge habe, die einfach absolut alles andere als perfekt sind. Und ich habe auch bei vielen, vielen Frauen dann meinen Spaß gehabt. Und bin auch mit vielen davon wirklich in der Kiste gelandet oder irgendwo in einer Affäre gelandet. Oder ich konnte mir auch selber aussuchen, mit welcher von ihnen ich dann wirklich in einer Beziehung bleiben möchte. Weil ich einfach wusste, wie es funktioniert. Und bei mir ist es genauso. Ja? Ich bin weit, weit, weit weg vom Idealbild des Mannes. Und trotzdem habe ich Erfolg einfach deswegen, weil ich das verstanden habe. Und wenn du das ebenfalls für dich verstanden hast, dann musst du nur noch rausgehen, die Frauen ansprechen, die du wirklich heiß findest. Und bam! Dann wirst du der Typ sein, mit dem auch einige von diesen Frauen schlafen und wie gesagt auch am Ende in der Beziehung landen. Und wenn du persönlich jetzt sagst, okay, geile Sache, ja, hilft mir weiter, aber ich glaube, ich brauche auch noch Hilfe dabei, das konkret umzusetzen. Beziehungsweise ich würde gerne noch wissen, was kann ich denn zu den Frauen sagen? Was muss ich denn machen, damit Anziehung entsteht? Was muss ich machen, damit die Vertrauen zu mir fassen können? Wie schaffe ich es, authentisch eine Frau zu verführen, ohne dass ich da irgendwie rummanipulieren muss? Und was kann ich machen, damit sie dann auch wirklich, wenn ich mit ihr mal im Bett gelandet bin, meine Freundin werden will? Auf eine coole und authentische und ehrliche Art und Weise und nicht mit diesen ganzen dämlichen Tricks. Und ich hätte gerne Hilfe dabei, dann kann ich dir sagen, ich mache seit fast 11 Jahren mittlerweile. Ja? Neulich habe ich immer noch gesagt 10, aber mir ist klar geworden, dass es jetzt demnächst fast 11 sind. Deswegen habe ich angefangen, 11 zu sagen. Ja? Ich mache seit fast 11 Jahren mittlerweile nichts anderes als Männer erfolgreich bei Frauen. Und ich war der Erste, bei dem ich das gemacht habe. Ich habe das bei unzähligen Männern seitdem gemacht, Tausenden von Männern. Und warum nicht auch du? Ja? Und wenn du das möchtest, wenn du meine Hilfe dabei brauchst, dann kannst du dich einfach hier, indem du auf das i klickst, für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Oder hier unter dem Video im Beschreibungstext kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben, falls dir das i nicht angezeigt wird, weil du auf dem iPad unterwegs bist oder so. Und dann werden wir mal darüber sprechen, wie wir auch dich dahin bringen, dass du der Mann bist, den die Frauen kennen und mit dem sie dann auch wirklich in der Kiste und in Beziehungen landen. Das ist auf jeden Fall das, was ich dir wünsche. Ich hoffe auch, du hast viel aus dem Video mitgenommen. Lass mir gerne einen Kommentar da, was du persönlich über dieses Konzept denkst oder über diese Aussage, die ich da getätigt habe. Ob du sie scheiße findest, ob du sie nicht glauben kannst, ob du sie bestätigen kannst aus deiner eigenen Erfahrung oder ob du interessiert daran bist, das Ganze mal auszuprobieren. Schreib es mir in die Kommentare, lass mir einen Daumen nach oben da, ist gutes Karma, oder lass mir einen Daumen nach unten da, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Was auch immer, ja. Lass mir da, was du über das Video denkst und wie gesagt, meine Hilfe findest du hier und hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Erfolg bei der ganzen Geschichte.